Hallo, liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen zu diesem heute in Jekyll vs. Hyde. Und jetzt viel Spaß mit der Regelübersicht und dann sehen wir uns danach ernst wieder. Genau. Kommen wir nun zur kurzen Regelübersicht von Jekyll vs. Hyde. So sieht der Spielaufbau aus. Jeder Spieler erhält 10 Karten. Wir stellen die Figur hier auf die Seite des Dr. Jekyll. Diese rechte Seite ist die Seite des Dr. Jekyll. Die linke Seite ist die von Mr. Hyde. 5 Karten sind nicht im Spiel pro Runde, das Spiel geht über 3 Runden. Zu Beginn einer jeden Runde schieben wir dem anderen eine Karte weiter, beziehungsweise in der ersten Runde 1, in der zweiten 2, in der dritten 3. Wenn ein Spieler mehr als 2 Drangkarten auf der Hand hat, muss er eine Drangkarte an den anderen Spieler abgeben. In Summe gibt es davon ganze 4 Stück. So, wir haben also nun die Karten getauscht. Es beginnt der Spieler, der auf dessen Seite die Spielfigur ist. Das heißt, in unserem Beispiel hier beginnt Dr. Jekyll und spielt die erste Karte aus. Das könnte zum Beispiel diese rote 7 sein. Nun wird die Stichreihenfolge hier festgelegt und rot wäre jetzt die Farbe mit dem geringsten Wert. Und ja, Mr. Hyde denkt sich jetzt, mal gucken, was wir hier machen. Wir spielen mal diese 3 hier rein. Damit macht Hyde den Stich. Nun kommt er wieder raus und probiert direkt noch einen roten Stich zu machen, denn er möchte ein Ungleichgewicht herstellen. Und jetzt haben wir schon hier die Situation, dass ich gar nicht bedienen kann. Denn wie in einem Stichspiel üblich, muss ich bedienen. Jetzt kann ich natürlich irgendwas reinschmeißen und bestimme damit dann auch die zweite Wertigkeit. Und jetzt kann ich natürlich zum Beispiel hergehen und kann diese Drangkarte spielen. Eine Drangkarte ist immer höher als die Karte des gleichen Wertes und es wird die entsprechende Funktionalität getriggert. Das bedeutet in diesem Falle, der rote Effekt hier wird aktiviert. Das heißt, die Stichreihenfolge wird komplett neu bestimmt. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel als nächstes grün anspielen. Und er denkt sich jetzt, ach so ein Mist, soll ich jetzt eine Trankkarte spielen? Dann tauschen wir über 2 Karten oder gebe ich ihm den Stich? Ah, ich spiele mal einen Trank. So, damit geht dieser Stich wieder an Mr. Hyde und wir tauschen jetzt 2 Handkarten aus. Das ist natürlich gar nicht so einfach. Ich würde ihm mal diese 2 hier geben. Und er denkt sich, ja, für viel Ungleichgewicht, komm, nimmst du hier mal die niedrigen. Ja, dann wäre wieder die Reihenfolge der Wertigkeit geklärt. Und ich kann mir hier jetzt entspannt diesen Stich hier sichern. Würde nun auch versuchen, diesen Stich zu bekommen. Und das ist natürlich gar kein Problem. Und jetzt haben wir die Situation, ich spiele grün, er hat kein Grün. Er spielt hier jetzt lila rein. Lila hat die höhere Wertigkeit, damit macht er den Stich. Jetzt spielt er hier die 5 und ich kann nur noch hier dafür sorgen, dass die Handkarten getauscht werden. Er macht zwar den Stich, aber der letzte geht an mich. Jetzt habe ich in dieser Runde 4 Stiche gemacht. Er hat 6 Stiche gemacht. Das heißt, wir haben eine Differenz von 2 und somit zieht Mr. Hyde die Spielfigur um 2 Felder in seine Richtung. Sollte er die Spielfigur bis hierhin ziehen, im Laufe dieser 3 Runden gewinnt er das Spiel. Sollte ihm das nicht gelingen, gewinnt Dr. Jekyll die Partie. Ja, und meistens bleibt es dann eh nicht dabei, sondern es wird direkt die Rollen getauscht. Vorbereitung, nächste Runde, die 5 Karten hier gehen wieder rein. Die Stichwertigkeit, Farbwertigkeitsreihenfolge wird zurückgesetzt und ich übergebe ans Fazit und spiele hier mal weiter. So, zurück mit den Regeln von Jekyll vs. Hyde. Ein Spiel für 1-gegen-1 Spieler mit 20 Minuten Spielzeit. Ja. Tauziehen. Das Stichspiel. Richtig, aber wirklich krasses Tauziehen. Man glaubt gar nicht, dass man mit einem Stichspiel in dieser Zweispieler-Variante, oder nicht Variante, ein Zweispieler-Spiel, ja, so viel wieder anders machen kann. Ne? So dieses typische, wie ich ja immer sage, Stichspiele, aber wenn sie was Besonderes machen, und das ist Faust aufs Auge. Ne? Also, super.
Fuchs im Wald war schon mega gut. Ja. Das reiht sich da nahtlos ein. Mhm. Während wir bei Fuchs im Wald ja die genaue Anzahl der Stiche uns zu entsprechenden Punkte bringt, ist es hier einfach die Anzahl Gleichgewicht oder Ungleichgewicht. Während Mr. Jekyll um Gleichgewicht bemüht ist, möchte Mr. Hyde natürlich Ungleichgewicht. Richtig. Und zieht damit die Figur auf seine Seite. Mhm. Ja. Und das ist genau das, was es halt so besonders macht. Vor allem dieses, man denkt, oh shit, ich habe überhaupt keine Chance. Und dann auf einmal dreht und wendet sich alles nochmal zugunsten des anderen Spielers und auf einmal sind die Karten wieder neu gemischt sozusagen. Ja, steht es wieder gleich auf. Und oh ja, Deluxe-Material. Ja, es ist wirklich überraschend. Strategisch auch, man hat so richtig Angst zu spielen, weil man nicht so sicher ist, oh, mach ich das so oder kommt jetzt das wieder und also auch mit diesen, die Reihenfolge von den Farben, das ist so krass wichtig, ja. Wie man das spielt und hat so eine hohe strategische, so ein strategisches Element, das ist unglaublich eigentlich, also Mary, fantastisch. Ja, also den ersten Stich, den man anspielt, bestimmt im Prinzip die wertloseste Farbe und wir spielen nur in drei Farben, Rot, Grün und Violett, während der zweite, die zweite Farbe, die ins Spiel kommt, zweitstärkste Farbe ist und dann die zuletzt ins Spiel kommende ist die stärkste Farbe. Jede Farbe bringt uns aber auch nochmal einen Effekt, den wir mit einem Trank entsprechend auslösen können. Ihr habt es gesehen und genau das macht wieder sehr viel aus. Ja, dann wird einfach die Stichwertigkeit der Farben zurückgesetzt. Ja. Und dann sitzt du da und denkst so, super, ich hatte gerade eigentlich ein super schönes Ramschblatt. Blatt, ja. Ja? Um als Mr. Hyde einfach da komplett runter zu spielen, dann kommt Dr. Jekyll und nützt es sehr elegant für sich aus, setzt alles zurück und dann auf eine Farbe, die man eigentlich gar nicht haben möchte. Und plötzlich ist die Farbe, was man alles auf der Hand hat, zum Beispiel vier violette Karten, ist plötzlich nichts mehr wert. Ja. Und man gewinnt keinen einzigen Stich und plötzlich herrscht Gleichstand. Ja, richtig krass. Also ich hatte da echt tolle Partien. Ja. Das ist wirklich so bis zur letzten Sekunde eigentlich spannend. Mhm. Ja, also ich glaube, es ging nie so klar aus. Ah, ich hatte eine klare Partie gegen Georg und dann gab es die zweite Partie und da hat dann Georg mir eine Watschen verpasst. Ja. Also, Ja, also wirklich Überraschung. Ja. Ist wirklich cool. Ja. Also wer gerne Ramsch spielt, am besten Mr. Hyde. Ja. Ja, also wie gesagt, Nice Game Publishing hat sich da ein richtig gutes Ding an Land gezogen. Nice Game. Nice Game. Gepublished. Ja. Muss man schon sagen. Sehr cool. Steht ihr auf Zwei-Personen-Spiele, mögt ihr Stichspiele zulegen. Ja. Habt ihr Fuchs im Wald? Abwägen. Anschauen, was euch von den Regeln jetzt mehr zusagt. Fuchs im Wald gibt es ja auch mein Video dazu, aus dem Wald. Weil ich finde es anders genug. Ja, ich werde auch beide im Regal behalten, aber je nachdem, wie oft man sowas spielt. Ja, ich weiß, ich kann es mit meiner Frau spielen, das ist was anderes. Ja, Jekyll vs. Hyde. Wir freuen uns über euer Feedback, eure Erfahrungen. Habt ihr es auch schon gespielt? Findet ihr es gut oder nicht? Schreibt es uns in die Kommentare und Daumen ab und natürlich nicht vergessen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Quickshot. Läuft. Tschüss. Bye, bye.